Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rewatch-Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Ja, perfekt. Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich, dass ihr am Start seid. Heute gibt es mal wieder auf ganz klassischem Wege die Rewards. Ich habe ja sogar Elite 2 diese Woche geholt. 25 Siege. Perfekt, dass das Team of the Week scheiße ist. Geil, oder? Das passt ja mal wieder perfekt. Freunde, ich hoffe trotzdem, dass ihr irgendwas Cooles in den Rewards seht, sei es in den Player Picks oder sonst was. Wir können vielleicht auch sogar ein 86 Plus Upgrade machen. Und ich habe auf Ehre euch noch zwei Icon Packs vorbereitet. Da können wir vielleicht auch noch was Cooles ziehen. Also haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen am Start. Lasst sehr gerne ein Like da, Freunde, falls euch das Ganze gefällt. Würde mich hier wieder über den Support freuen. 15.555 Likes sind das Ziel. Und wie gesagt, vergesst nicht, ihr habt es gerade schon in dem schicken Trailer gesehen. Am Freitag kommt um 18 Uhr meine Klamotten raus, zusammen mit den Teasy-Jungs. Und zwar Trust No One, die dritte Season. 18 Uhr gehen da die Sachen live. Falls ihr euch was holen wollt, würde ich mich auf jeden Fall über den Support freuen. Die Teasy-Jungs natürlich auch. Ihr müsst aber dann sehr schnell und pünktlich sein, weil wir haben natürlich wieder eine begrenzte Anzahl an Stückzahlen. Deshalb wissen wir nicht, wie lange die online sind. Also 18 Uhr Freitag gerne mal in den Shop reingucken. Da ist auch unter anderem dieser Hoodie hier dabei. Ich finde, der hat einen ultra krassen Backprint. Schaut euch das mal an. Hier seht ihr das Ganze. Also ihr habt den gerade auch schon im Trailer gesehen. Ich finde den sehr, sehr geil. Ich habe hier Größe S an, bin 1,73 Meter groß, wiege ungefähr 73 Kilo. Also ich habe den in eine Nummer kleiner genommen. Ich habe sonst häufiger M, aber der ist ein bisschen weiter geschnitten, der Pullover. Also wenn ihr die nicht richtig oversized tragen wollt, nehmt eine Nummer kleiner. Ansonsten könnt ihr aber auch eure normale Nummer nehmen. Ich bin da eher so ein, ich bin so ein S- und M-Schwitzer. Ich habe ein paar Sachen S, ein paar Sachen M. Kommt immer drauf an. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, Freunde. Die Teasys und ich sind auf jeden Fall gehypt. Ihr hoffentlich auch. Freitag 18 Uhr, TNO X Broski. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Und dann würde ich sagen, starten wir auch rein mit den Rewards. Und zwar als erstes mit meinen Rivals Rewards. Das trifft sich auch gar nicht mal so verkehrt, dass wir die hier auch mitnehmen. Denn ihr habt es ja gestern im Stream gesehen. Mein Verein ist wieder komplett leer. Man kennt ihn. Er ist einfach komplett leer. Wir nehmen hier aber die tradable Sachen. Division Rivals Rang 2. 35 Carpack, 25 Carpack. Und was ist das andere? Nochmal ein 25er? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber wir nehmen die mal auf entspannt mit. Kann ja nicht schaden. Bisschen Verein auffüllen. Why not? 35 Carpack. Auch gerne mal eine Goldcard oder so ziehen, die ein bisschen was wert ist. Weil Coins kann ich immer gebrauchen und wir starten mit einem Walkout. Ja? Let's go. Walkout ist da. Spanien. Torwart De Gea haben wir gestern auch schon viermal gezogen. Nehmen wir mit. Das ist schon mal ein solider Start. Ich glaube, wir sind jetzt schon besser als letzte Woche bei den Rewards, wo ich keinen Walkout hatte im ganzen Video. Von daher ist okay. Und den guten Götze haben wir auch noch am Start mit dem 81er Rating, Freunde. Ich bin mal echt gespannt auf Foot Birthday. Es gibt übrigens, ich habe es ganz vergessen, stimmt. Es gibt ja auch Freitag einen Duelstream mit den Teasys, Jungs. Also da könnt ihr richtig Supporter lassen. 18 Uhr Trust No One geht's los. Da kommen die Klamotten online. Und zeitgleich werden die Teasys und ich auch mit dem Livestream starten. Also vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Wir peilen so 17:30 an, kann aber auch 18 Uhr werden. Also Freitag wird fett, Jungs. Neue TNO-Kollektion und auch noch Dual-Stream mit den Teasys zu Foot Birthday. Jungs, ich habe richtig Bock. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Foot Birthday ein geiles Event werden könnte. So, ich ziehe jetzt hier noch kurz die Schmutzpacks weg, wo denke ich mal eh nichts drin sein wird, damit wir gleich auch nur noch die zwei Icon-Packs stehen haben werden. Die werden wir nämlich natürlich auch noch machen auf entspannt. Und da sind wir, Freunde. Zwei Icon-Packs sind am Start mit Off-Prime. Ich hoffe, wir ziehen was Gutes. Das letzte, was ich gemacht habe, war das der Matthäus? Ich glaube ja, ne? Und habe ich noch eins im Stream gemacht? Boah, ich weiß gerade ehrlicherweise nicht mehr. Oh, come on, Alter. Extra die Icon Cap auf. Für was Gutes. Komm schon. Lass mich nicht im Stich. Come on. EA Account. Zeig, dass du da bist. EA Sports. Nein. Drogba wenigstens Prime. Komm, wenigstens Prime. Ja, Digga, das ist in Ordnung. Ohne Witz. Der ist nicht krass viel wert. Aber Drogba Prime. Da habe ich mal Bock, den zu zocken. Chat, das ist okay. Da sage ich jetzt nichts Negatives gegen. Ich glaube, der ist nicht wirklich viel mehr. Aber den kann man easy mal zocken. Und auf den hatte ich sowieso mal Bock in FIFA 21. Weil letztes Jahr war der gar nicht spielbar wegen Beweglichkeit, Agilität, Dribbling, keine Ahnung, Meter. Ich glaube, dieses Jahr könnte der klar gehen. Was ist der wert, der Bruder? Ohne Spaß, ich habe Bock auf den. SBC kostet so 600k. Ja, guck mal, Alter, der ist sogar 900 wert, Chat. Da kann man doch nichts gegen sagen. Drogba. Auf jeden Fall starkes erstes SBC-Pack. Hab wirklich kein Balance, sieht halt ehrlich nicht so nice aus. Aber hat halt Doppel 4, ne? Ohne Witz, jetzt krieg ich gerade Bock, den auszuprobieren. Soll ich Weekend League Team nochmal umbauen? Nee, Mann, ohne Spaß, Drogba. Sehr, sehr geil. Erstes Icon-Pack ist auf jeden Fall ein W. So, EA Sports. Jetzt nicht eine schlechte Mit-Icon. Come on. Come on. Please. Gute Nation jetzt.
Alter! Oha! Ich hatte gerade ganz krasse Hoffnung bei Holland. Aber Bro, was ist denn hier los mit den Iconpacks? Seedorf und Drogba? Dicker, mitnehmen. Ich meine, klar, hätte auch, ich glaube, Cruyff ist MS oder so, ne? Ich meine, Cruyff ist MS. Es hätten bei Holland auch heftige Leute sein können. Aber Seedorf Prime geht auch übel fit. Der ist auch ein bisschen was wert, oder? Also den kann man auf jeden Fall auch easy zocken. Seedorf. Okay, ich habe nichts gesagt. Lol, was? Hä? Hä? Warum ist das so günstig, Digga? Die Karte sieht voll gut aus. Okay, Chat, ich hab nichts gesagt. Der kostet 500k. Hä? Okay, dann war anscheinend doch nicht so geil. Aber Jungs, ohne Witz, wir können jetzt sehr entspannt in die Rewards reingehen, weil wir haben beides mal Iconpack-mäßig nicht auf die Fresse gekriegt. Also Seedorf anscheinend doch nicht so gut, aber mit Drogba kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut leben. Und Seedorf, finde ich, geht eigentlich auch fit, weil den kannst du mal easy in der Aufnahme oder so zocken, ohne einen Schreikampf zu kriegen. Also hoffe ich zumindest. Von daher ist okay. Und zwei Prime-Icons, Jungs, da sage ich gar nichts. Wir haben auf jeden Fall unsere Rewards. 100.000 Coins, 3er Informset, 3er, also 3 Player-Picks und ein 100k-Set. Elite 2, Freunde, 25 Siege. Bin mal gespannt, ob es diese Woche wieder was wird. Wird schwierig, Freunde. Aber ich push mich auf jeden Fall rein. Player-Picks sind am Start und wir starten ganz trocken in der Mitte. Ich glaube, das Beste, was wir kriegen könnten, wäre Mertens oder Benzema. Wobei man da sagen muss, dass die auch schon bessere Karten haben. Wir haben halt Leibold am Start von Hamburg. Da ist halt das Problem. Als Linksverteidiger wäre es halt echt geiler, ne? Linksverteidiger wäre richtig krass. Als LM, ja, Fekir ist auch jetzt nicht mehr so geil mittlerweile. Der ist halt, ich nehme mal Fake hier mit. Ist okay, aber nicht geil. Puttkammer, sehr sympathisch, 56 Pace. Ey, Leibold wäre halt geil als Linksverteidiger gewesen, ne? Dann hätte man den easy mitnehmen können. Come on, nächster Player-Pick. Und bitte was Brauchbares mitnehmen. Ja, perfekt. Herzlich willkommen bei den Elite 3 Player-Picks in FIFA 21. Tossard, 4 Sterne Skills immerhin. Ja, gut, der sieht halt ehrlich gar nicht mal so kacke aus. Aber ich nehme aus Prinzip Puttkammer mit. 56 Pace, Innenverteidiger, ich finde ihn gut. Einfach 3 Stats mit 56 auf der Karte. Und sieht auch ein bisschen so aus, als wäre er schon 56. Ehrenmann. So, letzter Player-Pick. Das Team of the Week ist halt ehrlich nicht so geil. Von daher, Player-Picks noch nicht so interessant. Ich will eher das 86-Plus-Upgrade machen. Nehmen wir mit. Bamford, Klaus außer Liga. Oha, Günther ist sogar gar nicht so schlecht von Freiburg, ne? Günther geht sogar ehrlich fit. 89 Ausdauer, das passt eigentlich. Bamford, 3 Sterne Skills. Der ist auch nicht so schlecht, ne? Mein Verteidigen ist jetzt nicht so krass. Aber ich nehme mal Günther mit. Der ist eigentlich echt solide. Ich weiß gar nicht, was ist der Wert? Bestimmt nicht, auch nicht so viel, ne? Aber ja, Freunde, Elite Player Picks, man kennt ihn. Team of the Week ist halt absolute Grütze. Dann machen wir mit unseren Packs weiter. 100k Pack. Bitte jetzt kein Spieler, der nur 81 hat, wie letzte Woche. Das war richtig frech. Wir ziehen einen Walkout. Let's go. Ich muss den Verein auffüllen, Jungs. Deutschland, Torwart, Ter Stegen. Manuel Neuer, 89er Rating. Guck mal, das nehmen wir doch auf jeden Fall schon mal mit. Verein muss aufgefüllt werden für das Foot Birthday Event. Und ich muss noch ein paar SBC-Karten vorher machen. Von daher, Neuer schmeckt noch was hinter. Oha, 2 Informs. Sind die nicht aktuell immer noch alle so viel wert? Ja, sind ein bisschen gedroppt, ne? Aber kriegst halt immer noch knapp 30k für. Let's go. Wir haben noch Koke, Martial. Das ist ja sogar ein stabiles 100k-Pack. Da kann man ja sogar mal ehrlich nichts sagen. Wir haben Neuer und Nübel drin auf Ehre. Und ich verkaufe die beiden Informs. Okay. 3er Informset. Ich muss sagen, ich habe gar keine Hoffnung. Real Talk, ich habe gar keine Hoffnung. Das Team of the Week ist echt kacke. 3er Informset. Gib ihm. Hype. Da weiß man wieder, wofür man die 25 Siege erspielt hat. Kein Walkout. Super. Deutschland. Linksverteidiger, Günther, 82. Hype in den Chat, Freunde. Da freut man sich, dass man die Weekend League komplett durchölt. Das fühlt sich auch einfach sehr belohnt an, wenn man so ein Dreier in Formset hier Ende März auf Silbertablett serviert bekommt. EA Sports, wollte ich nochmal Props geben für euer Reward-System. Ich fühle mich gerade wirklich sehr belohnt für meinen Weekend League-Schweiß in den letzten beiden Wochen. Immerhin kosten die aktuell ein bisschen was auf dem Markt, weil man die ganze Zeit in die SBCs reinhauen muss. Wobei Terrier und ich behalte die mal beide, weil ich muss selber noch SBCs machen. Von daher machen wir das, Freunde, und dann gucken wir mal rein beim 86 Plus Upgrade. So, und da sind wir. Ich werde die alle abgeben. Das Ding ist halt, 90% der Karten von denen sind halt, also eigentlich sind alle von denen entweder nicht so geil oder die haben halt schon bessere Special Cards. Ihn hier wollte ich eigentlich nicht abgeben, aber der hat mittlerweile auch schon, glaube ich, 2 andere Informs. Martinez hat 2 andere Special Cards. So, da ist es auch nicht so schlimm. Und Bernardo Silva hat der nicht sogar auch? Nicht auch noch irgendeine andere Karte? Eine Moments-Karte oder so? War da nicht irgendwie was? Ne, das war letztes Jahr, ne? Aber der hat doch, meine ich, auch eine andere Karte. Ja, hier, der hat mittlerweile. Ne, warte mal, die 89er Informa. Das ist Foot Freeze. Ja, Foot Freeze mit mehr Pace ist das, glaube ich, ne? Guck mal, die Freeze-Karte ist einfach immer noch fast besser, bis auf Dribbling.
als der neueste Inform. Von daher ist eigentlich auch relativ scheißegal. Die können auf jeden Fall auch alle weg. Coop Miner sieht noch ganz gut aus, aber kannst du dann halt auch immer auf dem Markt kaufen. Von daher gönnen wir uns das 86 Plus von Champions Upgrade, Freunde. Uff, uff, da könnte jetzt halt was Geiles kommen. Aber meine Prediction ist, zwei Torhüter mit einem 86er oder 87er Rating. Ich sag, Jan Sommer ziehen wir. Keine Ahnung, Chessy oder so. Ich weiß nicht, ob der mal den Form gekriegt hat. Oh, fuck, bitte. Bitte was Gutes, Alter. Salah beim letzten Mal war so geil. Come on. Yay. Ich hab da einen 86er Martinez reingepackt. Ach du Scheiße. Ja, er kriegt ihn zurück. Cool, super. Nehme ich. Cool. Echt cool.